So, willkommen zurück, Folge 8. Factorio. Bisschen optimiert haben wir es letztes Mal noch. Ich habe euch ja noch dazu genommen, das Ding da auszuräuchern. Ich habe mir jetzt hier nur eine Kiste gemacht für Munition, damit die überflüssige Munition mir hier unten reinläuft. Ich habe mich gerade mal kurz repariert, um hier oben auszuräuchern und dann gleich im Anschluss gehen wir darüber. Dann haben wir das weg. Noch habe ich kein Fahrzeug. Das ist so eines der nächsten Sachen, bevor wir dann schließlich zum Öl gehen werden. Deswegen werden wir jetzt einen kleinen Fußmarsch auf uns nehmen. Aber das ist ja kein Problem. Machen wir einfach. Dauert halt einen kleinen Moment. Weiß rein, theoretisch hätte ich euch auch erst dazu nehmen können, wenn ich oben davor stehe. Jetzt ist es zu spät. Jetzt müsst ihr den Weg mit mir gehen. So, groß ist das Ding ja wie gesagt nicht. Ich meine, wenn wir hier sind, könnte man theoretisch auch darüber laufen, da hätte man noch länger Ruhe. Hier sind noch die alten Dinger. So, nehmen wir uns mal die Granaten mal zur Hand. Hier war auch mal dieses Einzelne, das wir ausgeräuchert haben. Ich hatte damals ja schon überlegt, ob ich die drei Schritte mit nach oben gehen will, aber es hat sich einfach nicht gelohnt. So, ja, das war jetzt nichts Besonderes. Gut, der Schleim, ich bin auch noch reingelaufen in den Schleim. Der hat mich ein bisschen erwischt, aber das ist jetzt auch nichts so Tragisches. So, hier muss ich doch einen Wald durch. Nehme ich da durch. Wir machen das da oben gleich weg, wenn wir eh schon hier hochgelaufen sind, damit es sich auch lohnt. Okay. Hier ein bisschen fest. So, erledigt. Haben wir hier noch ein bisschen Ruhe. Laufe ich mal im Wald außen rum. Also außen rum ist gut, aber nicht so durch den tiefen Wald, damit ich nicht gleich stecken bleibe. Sprach er und läuft hier in den tiefen Wald hinein. Verdammt, wo hört er auf? Hier. So, währenddessen Forschung durch. Ja, Moment. Feuerrate 3, physische Projektilschaden. Das ist immer gut, wenn es da mehr wird. Dann Kapazitätsbonus für die Greifarme, das ist okay. Die Akkumulatoren natürlich und dann das tragbare Solarpanel. Wie gesagt, ich habe diese modulare Rüstung noch nie selbst ausprobiert. Man kann dadurch schneller laufen und so weiter. Das weiß ich, habe ich bei den anderen Videos halt gesehen, aber ich habe es noch nie ausprobiert. So, das ist ein sehr großer Wald. Mich überhaupt wieder zu meiner Basis zurück. Ah ja, hier geht er auf. Gut, dann haben wir erstmal da oben eine Weile Ruhe. Hier, das könnte noch interessant werden, weil ja, Wasser dämpft ja so gut wie gar nicht und baut auch keine ab. Wenn das hier natürlich erwischt wird, dann bin ich gespannt, wo die lang kommen. Das könnte interessant werden. So, jetzt haben wir den einen Weg hinter uns gebracht. Jetzt, weil wir eh schon dabei sind, nehmen wir jetzt einfach den anderen Weg auch noch auf uns in die andere Richtung. Ich hätte mich natürlich auch erst darauf konzentrieren können, das Auto zu bauen. Das hätte aber dazu führen können, dass die Verschmutzung so weit steigt, dass uns die Viecher angreifen, bevor ich überhaupt das Auto gebaut hätte. Wobei ich eigentlich alles auf dem Bus liegen habe.
So. Oh, ich bin... Um Gottes Willen. Ich war ja eigentlich schon tot. Wie viele Hitpunkte habe ich noch? Kann ich das sehen? Nee, aber eigentlich habe ich keinen mehr gehabt. Ja, man muss auch mal ein bisschen Glück haben. So, okay, jetzt haben wir hier erstmal alles erledigt. Das hier sind die nächsten Kandidaten, denke ich, abgesehen von dem hier. Aber da werde ich natürlich erstmal, ich werde da mal hinfahren, sobald wir das Auto haben. Um die auch mal wegzumachen. Können, sage ich mal, auf dem Weg zurück mal überlegen, wie ich die Kohle zum Beispiel loswerde, die mir immer noch das Inventar verstopft. Können Sie oben... mich der verfolgt die ganze Zeit? Hallo? Was machen die zwei da? Kommen die vielleicht von da? Dann müsste ich sie aber jetzt schon verschmutzen. Und das tue ich nicht. Doch. Doch, doch, ich verschmutze sie schon. Oh, mein Auge juckt gerade wie Sau. Okay. Oder hier gibt es schon wieder... Eigentlich ja nicht. Wobei, auch so ein bisschen ja. Okay, das bedeutet, die sind hier so entlang gekommen. Auf Eisen. Also mal kurz hier zwei Türmchen machen. Mache ich die mal kurz hier auf. Wenn ich da mal Ruhe habe, falls da nochmal so ein paar einzelne kommen, und dann bauen wir schnell das Auto bzw. Motoren. Und sich Schuss rein. So, gut. Okay. So, jetzt Automotor kann man ja nicht von Hand craften. Stahl haben wir, Eisenzahnrad habe ich auf dem Ding, Rohre. Rohre brauche ich eins. Also Rohr kann ich eigentlich direkt hier produzieren. Kann er dann hier aufs Band nehmen, dann können wir hier unsere Dinger runter machen. So, bedeutet, ich habe keine davon. Habe ich normale Fabriken noch? Ja, jede Menge. Okay, dann machen wir uns mal welche davon. Geht mir schon wieder das Eisen zur Neige, aber ist ja egal erstmal. So, okay. Also. Hier so ein. So, und hier machst du Rohr. Rohre hier von normale Rohre. So, dann kommt die Motorfabrik, die braucht nochmal. Also Rohre kriegt er, Eisenzahnrad kriegt er von oben und Stahl kriegt er auch von oben. Dann brauchen wir hier noch ein zweites Band. So ein. Und so ein. So, und zwar Stahl kriegt er hier runter. Später Moment
Das muss ich eins später machen. Ich muss da oben ja Blatt sparen. So. So. Ah, verdammt, nein, ich muss es wieder anders machen. Sehen gleich warum, weil ich brauche ja nicht beide. Ich will nicht beide Bänder damit voll machen, sondern nur eine Seite. Und das doch genau passt. Genau, genau. So, so, so wird ein Schuh draus. Halt. Nö, das brauchen wir gar nicht so, denn ich brauche die hier. So. Und schon haben wir unsere Motoren. Moment mal kurz. So. Also gut, steht. Motoren stehen. Ist die Frage so rum oder so rum? Ich glaube eher so rum. Weil ich die ja wieder zurückführen muss, weil ich die ja hier verbrauche, gell? Genau. Genau, genau, dafür brauche ich sie. Jetzt erstmal nicht. Den machen wir erstmal auch nur drei Stück. Mehr brauche ich jetzt für den Moment nicht. So, dann mit dem Motor. Oben. So. Moment, Ausgabe. Symmetrisch geht gar nicht. So, wie viel brauche ich? 8 Stück für das Auto, glaube ich. Jo. 6 haben wir. Granaten habe ich. Munition habe ich gerade genug. Gut, so, das erste Auto ist da. Dann kümmere ich mich tatsächlich mal um das. Ist nur die Frage, fahre ich so rum oder fahre ich so rum? Ich glaube, hier oben könnte eher zu Ende sein wie hier. Hier könnte ich, glaube ich, wesentlich weiter rumfahren. So, sind auch keine Viecher mehr gekommen. Haben die mich von der zerstörten Basis verfolgt? Oder wo kamen die her? Das würde mich schon mal interessieren. Egal. Wir nehmen jetzt unser Auto. Wo ist es hier? So, betanken das mal mit ein bisschen Munition. Der Chromo. Einen wunderschönen guten Abend. Begrüßt alle. Sowohl im Chat wie auch bei YouTube. Wie geht's? Fast gut. Mir juckt mein Auge heute, seit ich angefangen habe zu zocken. Aber das ist eher... Ich weiß, ich lasse manchmal Informationen raus, die eigentlich niemanden interessieren, aber ich sage es trotzdem. Man muss die Welt auch an seinen Leiden teilhaben lassen. Abgesehen davon geht es soweit gut. Die Woche ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt. Ja, ein bisschen Autofahrprobleme, wie man sieht. So, ja, jetzt die Frage, wie rumfahren wir? Komm, wir fahren einfach mal so rum und schauen mal, ob es was hier auf der Karte so gibt. Halten wir noch kurz an.
Ja, wir fahren aber mal hier unten rum. Vielleicht, also wenn es zu lang wird, ich fahre jetzt keine 2 Stunden durch die Karte, damit ich hier oben rumkomme, dann fahren wir so rum. Bringen hier mal um den Wald rum. Wir haben bestimmt da noch ein paar. Hier laufen schon wieder welche. Die kommen bestimmt. Also irgendwo, die müssen von da kommen, weil es wird ja angezeigt, dass hier, gut, jetzt für den Moment wieder nicht, aber zwischendurch das absorbiert wird. Das kann ja eigentlich nur das gewesen sein. Ansonsten hat sich hier irgendwo was gebildet, aber ich sehe halt nichts. Es wird auch nichts angezeigt. So, dann lass mal die Karte mal generieren. Es ist sehr viel Wald. Sowas ist natürlich so eine Wüstenkarte Gold wert. Da kann man einfach durchfahren. Oh, ich freue mich schon, wenn ich den Panzer habe. Einfach, wenn mir langweilig ist. Okay. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So weit verschmutze ich ja noch lang nicht. Nein, nein. Gut, da sind es die. Ich kenne mich da nicht aus mit dem Algorithmus vom Spiel, wann was generiert wird. Ich habe nur mitbekommen, dass die Karte nicht von Anfang an feststeht, sondern dass sie so nach und nach generiert wird, je nachdem wie weit man sich ausbreitet. Okay, der Weg ist einigermaßen. Ja, das war natürlich klar, dass jetzt hier Wald den Weg zu dem Nest da oben versperrt. Roma, ich hoffe, dir geht es soweit auch gut. Okay. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Ich spreng mir den Weg frei. Oder wir machen die umweltfreundliche Art, weil den Wald können wir vielleicht später wegen der Verteidigung noch haben. Wir packen einfach das Auto ein und versuchen uns hier irgendwie durchzuwursteln, was hier schon mal überhaupt nicht funktioniert. Ne. Kommt man ja gar nicht durch. Okay, hier geht's besser. Das ist ein sehr dichter Wald hier. Hört er irgendwann auf? Ah ja, da drüben, okay. Hier ist ein bisschen Licht. Lichter. Im Wasser ist der Wald nicht so dicht. Ja, stimmt, du hast recht. Ah, jetzt ist schon zu spät. So, ich habe ein Repair Pack. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar mehr machen. So, dann platzieren wir mal das Auto wieder. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier. Kohle rein. Ja, gut, hier. Stimmt, hier kann ich meine Kohle auch zwischenlagern. Munition rein. So, einsteigen. Granaten an den Mann. Und gleich mal einen riesen Fehler machen und das Auto dabei fast zerstören. Gleich mal schnell raus und das Ding reparieren. Mann, das ist ein Anfängerfehler gewesen, aber ich war egal. So. Das ist eh das falsche Nest. Das hier ist das Richtige. So, das war das richtige Nest. Geht doch, wenn man es einigermaßen hinbekommt. Ja, gut, das könnte ich eigentlich, wenn ich gerade eh schon mal hier bin. Oh, hier ist auch noch eine Ölquelle. Eigentlich auch gleich wegnehmen, dann haben wir da noch mal ein bisschen Ruhe. Also sonst muss ich nachher den Weg wieder fahren. Hier ist auch noch mal eine Ölquelle. Ja, komm. Eh schon hier.
sieht's aus. 20 Granaten wird halt schon eng, aber. Wir mal halt so machen. So, alles erledigt. Schnell raus aus dem Karren, reparieren. Oh, ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Hero, aber ganz so schlecht stelle ich mich, glaube ich, dann doch auch nicht an. So, damit haben wir doch jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe. Gut, jetzt müssen wir uns natürlich ums Öl kümmern. Bedeutet, kann man eigentlich auch noch zwei potenzielle Gefahren stellen, wenn ich dann hier runter bin. Ich weiß nur noch nicht, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, wie es mit dem Öl... Also das Öl hole ich auf jeden Fall her. Da gibt es keine Diskussion. Ich baue Untergrundrohre und ziehe es nach oben. Aber wo platziere ich meine Ölförderfabrik, damit ich mich hier nicht selbst beschneide, falls ich das hier erweitern will? Theoretisch könnte ich das hier so als imaginäre Linie nehmen. Dann könnte ich hier meine Ölfabriken aufstellen. Hier nach unten hin gesehen meine ganzen Chemiefabriken, um das Zeug dann hier irgendwie auf die Produktionslinien zu verteilen. Das wäre so eine Möglichkeit. Hier würde ich mich nicht zu sehr beschneiden, denn wenn ich die Dinger hier erweitern wollen würde, habe ich noch Platz. Und wenn mir der Platz ausgehen sollte, dann könnte ich zur Not hier hinten nochmal was Neues hinmachen. Oder man muss halt später groß umbauen. Aber ich meine, ich habe ja hier noch Platz, glaube ich, für 6 Fabriken nach unten. Ich glaube, so machen wir es. Das nehmen wir als imaginäre Linie. Dann mache ich hier die Fabriken hin und dann hier so die Chemiefabriken und so weiter. So, jetzt muss ich aber irgendwie wieder zurückkommen. Ich glaube, wir fahren hier nach oben zurück. Hier ist auch Wald. Aber zumindest im ersten Moment nicht ganz so dicht. Das Problem ist, ich habe keine Granaten mehr. Das heißt, ich kann auch kein Wald wegschießen. Ist die Wüste schon dankbarer? Hier müsste ich halt wieder durch den ganzen Wald durchlaufen. Hier muss ich jetzt hier... Ja, komm. Dann laufen wir halt hier durch, nach oben. 4 Uhr von meiner Base. Neues Nest. Also den hier? Ne, 4 Uhr. 3, 4. Das hier. Ja, das scheint neu zu sein. Ah, hier, hier. Das so rein vom Punkt her ist das, glaube ich, nur ein Wurm. Aber wir, gut, ich fahre halt jetzt nicht in die Richtung. Ich fahre jetzt andersrum. Deck noch ein bisschen Karte auf, dass ich um den Wald hier rumfahren kann. Ja, geht. Ohne in ein Nest reinzufahren. Auch mal, das Wasser geht nicht unendlich nach oben. Ein bisschen gönnen sie mir noch. Okay, es geht. Ah, hier ist ein sehr großes. Natürlich ist hier jetzt auch ein verhältnismäßig großes Stück Wald. Nein, da kann man drumherum fahren. Oh. So, Moment. Ich glaube, ich nehme mal die vermeintliche Abkürzung durch den Wald hier unten. Ich glaube, ich für den Moment ein bisschen sicherer. Weil oben im Auto hätte ich zu dicht vorbeilaufen müssen.
Eigentlich müsste ich doch hier an der Küste entlang laufen können, um an den Bäumen vorbeilaufen zu können. Nein, natürlich nicht. So, hier bin ich wieder durch. Gut, Forschung ist auch abgeschlossen. Jetzt erforschen wir mal die ganzen Module hier. Stabelgreifarm, die zweite und dann die persönliche Ausrüstung hier. So. Unten ist doch auch was. Ja. So. Damit wird das auch erledigt. So, wie wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte nur das eine Nest da oben. Aber wenn ich jetzt eh schon mal hier bin. Ach komm. So. Noch eins erledigt. Das da oben, das lassen wir mal. Verdammt. Bin ich hier schon wieder im Wald des Todes? Also ich muss sagen, so vorteilhaft so ein Wald ist, er ist auch ein bisschen nervig. Will doch nur durch, Mensch. In welche Richtung muss ich eigentlich? Hier nach unten. Ach, hier war dieses. Ja, belichtet sich ja wieder. Genau. So. So. Kommen Sie. So, dann gehen wir wieder heimat zurück und machen das, was man bei Factorio eigentlich macht. Wir automatisieren Produktionen. Hier ist ja, was ist das für ein süßes kleines, achso, das Feld, ja stimmt, das ist ja das auf der Karte hier. So. Folge 1 ist damit abgedreht. Von Rambo. Ich glaube, das gibt keine Copyright-Probleme. Ich kann auch einfach einen Schreibfehler reinmachen. So, genau, also, wie gesagt, ich habe hier schon, noch Platz zum Erweitern, natürlich nicht unendlich, allerdings ist es eh fraglich, wie viel in meiner anderen Base, um meinen Satz abzubrechen und mit einem neuen anzufangen, ist ja immer der Klassiker, in meiner anderen Base habe ich das hier sehr, sehr ausgebaut, ich weiß nicht, ob es 12, 15 Fabriken waren, die auf dieser Line liefen, und da hatte ich tatsächlich... Sobald das Band nicht voll ausgelastet war, hatte ich Probleme, dass hinten was ankam. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie viel ich hier rein in Reihe setzen kann, bevor das hier Probleme kriegt, alles zu versorgen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Im Notfall mache ich einfach hier hinten eine zweite Bahn. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So. Ich habe ja auch was gelernt. Während dem Factorio-Spiel, nämlich genau das hier. Das Auto... auf jeden Fall wieder ins Inventar zu übernehmen, weil sonst sucht man nämlich irgendwann verzweifelt sein Auto und findet es nicht mehr. Gut, also nochmal Kontrolle, nichts Neues gespawnt, rings um uns rum eigentlich erstmal alles erledigt, das hätten wir theoretisch auch machen können. Die da unten könnten ein Problem werden, wenn wir jetzt eben zum Öl gehen, wobei Öl selber eigentlich wenig Verschmutzung generiert, weil ich hier nur die Pumpen da unten habe. Allerdings wird das natürlich gerade in die Richtung weiter ausbreiten. Okay, das werden wir massiv noch ausbauen hier, speziell die Motoren, wenn man sie dann Richtung Forschung gehen. Hier bin ich dagegen gefahren, stimmt. So, einmal Reparatur, wunderbar. Ja, also, nochmal nur kurz für meinen Überblick, gelbe Sachen wegmachen. So,
So, Stapelgreifer brauchen wir ja eigentlich nur, zumindest laut meinem Wissensstand, für die Züge. Also was heißt, braucht man nur, kann man natürlich auch für andere Dinge verwenden, aber bei den Zügen macht es am meisten Sinn. So, bei meinen Grundeinstellungen im Spiel braucht man allerdings relativ wenig Zug, zumindest weil bei 3,9, 4,5 Millionen Start. Ja, und hier 28 Millionen, 98 Millionen, um Himmels Willen. Brauche ich da jemals woanders hingehen? Das kann ich, ich meine, wenn ich das hier noch weiter ausbaue, dann bin ich eh nachher hier. Kann ich es auch mit einem Band verbinden. Das sind 1,1 Millionen, 10 Millionen, 34 Millionen. Gut, die muss man ja schon mit dem Zug reinholen. Also müssen nicht, aber macht schon Sinn. 98 Millionen, krass. Haben wir hier 41 Millionen Kohle, 57 Millionen Kupfer. Ja, ich glaube, ich brauche mir so schnell keine Sorgen um meine Materialien machen. Wie gesagt, habe jetzt auch nicht die schwierigsten Einstellungen. Uran, Uran, ja, Uran, wo war Uran hier? 2,7 Millionen Uran. Das wiederum muss ich natürlich mit dem Zug machen. Oh, guck mal, hier spawnen sie. Hier haben wir einen kleinen Punkt und hier haben wir... Gut, das könnte natürlich noch ein größeres sein, aber hier haben wir ein Mini-Pünktchen. Gut, Folge 1 schon beendet. Dann beende ich hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ich freue mich, bis dahin, mach's gut. Ciao.